Ein wunderschönes Moin Moin, ich bin der Angelus und jetzt gibt es noch eine Runde Multiplayer-Modus von The Last of Us. Aber diesmal der Modus Überlebende. Da hat man nur ein einziges Leben pro Runde und man muss das ganze gegnerische Team auslöschen. Und das Team, was zuerst 4 Spiele gewonnen hat, das ist am Ende der Sieger. Rathaus-Map. Ich hoffe, es ist kein Spiel, was schon am Laufen ist. Ich will von Anfang an haben. Komm schon. Lad schneller. Nein, das ist eine laufende Runde. Aber die erste Runde ist es noch. Ich glaube, da kann man noch drin bleiben. Wo sind die denn alle? Okay. In welchem Team bin ich? In Blau. Okay. Wir haben verloren. Aber das ist der erste Punkt für die Gegner. Also da ist noch was möglich. Jetzt, wo ich hier bin. Hey, ich brauche Hilfe. Schön, erstmal schnell die Kisten einsammeln. Es gibt übrigens in den Kisten hier weniger Items als in dem normalen Deathmatch-Modus. Man kann nicht so viele Bomben bauen, als wie beim letzten Video zum Beispiel. Da ist schon ein Gegner. Da vorne, da auch. Oh, Scheiße! Der hat mich getroffen. Ah. Mist! Getroffen! Ja. Fängt ja gut an. Die stehen aber alle so weit entfernt voneinander. Hier, 3 Leute bei unser Team und alle sind sie an unterschiedlichen Positionen. Wenn da jetzt noch ein anderer von der Seite mal kommen würde und ihn hier unterstützen würde, dann müsste er nicht alleine gegen 2 Leute hier versuchen anzukommen. Komm schneller, jetzt hilf ihn noch hoch. Verdammt, bin getroffen. Hallo, der lässt ihn auch verbluten, ne? Na, jetzt hat er den zwar gekillt, aber naja. Sehr teamdienlich war es trotzdem nicht, weil er jetzt auch stirbt. Ja, wieder verloren. Das gegnerische Team ist natürlich auch vom Level wieder höher. Ein 26er noch dabei. Hey, ich brauche Hilfe. Erledigt, los geht's. Nehmt euch doch erstmal die Sachen mit, anstatt hier gleich vorzustürmen. Uniformierten erwischt. Der ist tot. Links kommt was. Da oben ist die Tür. Ich kann eine Bombe bauen, das ist so super. Danke. Keiner da? Das kam doch von hier. Da drin. Erledigt, los geht's. Boom. Für den Fall, dass er da rauskommt. Oh, die rollt runter. Scheiße.
Ist er da noch? Ja. Der schießt dann noch mit dem Bogen raus. Arsch. Den schnapp ich mir hier noch. Ja, der ist tot. Okay. Das war auch gut. Ich habe ihn hier vorne abgelenkt. Der dachte, ich komme hier rein und der holt sich den von hinten. Das hat doch mal gut geklappt. Die Crew haben wir wohl überlebt. Na, sauber. Schalten wir den Rest aus. Da ist unser erster Punkt. Na, jetzt haben die Gegner einen Spieler weniger. Habe ich echt mal das Glück, dass bei uns diesmal alle drin bleiben? Ich habe ziemlich viele Punkte, dann hole ich mir hier mal Sturmgewehr mit 28. Abmarsch! Da kommen sie schon. Am Fenster eine Bombe gelegt. Schlau. Da unten. Okay, den hat er erledigt. Ja, steht nicht mehr auf. Okay, fehlen aber noch zwei. Bisher keine Spur von denen. Oh Mann, danke. Was haben wir denn hier? Ich bin fertig. Hier. Los geht's. Die sind doch bestimmt da irgendwo drin im Rathaus. Bombe ist scharf, aufpassen. Warum schmeißt er die da hin? Versprengt er! Ich hab ihn doch. Die sind erledigt. Aber nicht abschalten. Da kommen sicher noch mehr. Nicht abschalten? Nee. Nicht abschalten, Leute. Die Runde ist noch nicht vorbei. Zwei zu zwei. Unentschieden. Fertig. Los geht's. Hey, ich brauch Hilfe. Los geht's. Los, ich brauche Deckung. 11 Schuss habe ich noch. Jetzt. Abmarsch. Wieder ein bisschen mehr. Da drin sind welche. Wenn er da angeschossen wurde, versuche ich mal hier hinten rumzugehen. Keiner zu hören. Da ist einer. Tot. Hab ich. Das Gewehr ist nicht schlecht von dieser Infiltratorklasse, das ist die Phantom mit Schalldämpfer. Das ist ein super Teil. Na, nichts zu hören von den letzten beiden Gegnern. Och, keine Munition mehr. Was macht der denn da? Warum rennt er an dem vorbei? Warum schlägt ihn nicht? Einer erledigt! Ja, der ist so, tot. So, einfach mal draufhauen. Moment. Fertig, los geht's. Oh Mann, danke.
ja ganz schön viel Munition an den verschwendet. Ich brauche Hilfe. Rauchbombe bauen. Ich bin fertig. Los geht's. Das waren nicht alle. Der ist schon down. Schalten wir sie aus. 3 zu 2. Nur noch ein Sieg. Dann hätten wir den Überlebensmodus hier sogar mal gewonnen. Gleich in der ersten Aufnahme von dem Modus. Nun gut, aber die Gegner sind auch noch zu dritt. Hm. Uniformierten erwischt! Und tot! Hey, ich brauch Hilfe! Hab dich, Arsch! So. Oh, jetzt verlassen die alle das Spiel. Mann, Leute, das ist doch nur ein Spiel. Spielt es doch mal bis zum Ende durch, einfach. Selbst wenn ihr verliert, kriegt am Ende noch die Erfahrungspunkte, die Teile und so. Ihr verliert doch nichts dabei, wenn ihr das zu Ende spielt. Diese Einstellung der von manchen Gamern heutzutage ist wirklich schlimm. Da ist wirklich überhaupt kein Wettkampfverhalten mehr da bei den Leuten. Oh Mann, danke. Medikit, ja. Danke. Brauche ich zwar nicht. Abmarsch. Jetzt müssen wir hier zu viert einen Typen suchen. Keine Spur. Guck mal da. Die Bombe ist scharf. Achtung! Wieso habe ich da denn nicht getroffen? Oh, Scheiße! Was? So geht das! Die kommen nicht wieder. Die wussten nicht, was abgeht. Wieder erlangt der Überlebender. Haha. Naja, wo bin ich da? 4 K.O.s. 5 Exekutionen habe ich geschafft. Yeah. Aber trotzdem, wenn die Leute einfach nicht bis zum Ende durchspielen, das macht doch keinen Spaß. Da fühlt sich auch ein Sieg nicht gut an. 44 Vorräte. 5 neue Überlebende gewonnen. Yeah. Neue Ausrüstungsobjekte. Also Leute, egal was für ein Spiel ihr spielt, ob Battlefield, Call of Duty oder hier The Last of Us oder sowas, bleibt bis zum Ende drin. Oder bei FIFA, ja? Wenn ihr dann am Ende mal 5-0 verliert, dann ist das halt so. Aber spielt doch trotzdem bis zum Ende durch. Habt ihr denn keine Ehre? Ist es eine ehrenvolle Niederlage ist besser als eine Niederlage, wo man nicht mehr anwesend ist. Wirklich, das muss unbedingt, da muss dran gearbeitet werden. An dieses Verhalten der Leute. Na gut, wir haben gewonnen. Eine Runde überlebenden Modus im Multiplayer. Vielleicht hattet ihr Spaß beim Zusehen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ob ich vielleicht noch mehr von diesen hier Multiplayer zeige. Einen Modus gibt es noch für Hör, den habe ich noch nie gespielt. Oder Vorabzug. Müssen wir mal schauen. Weil, wie gesagt, wenn ich immer Runden zeige, wo die Leute rausgehen und sowas, ist ja auch, weiß nicht, ist schade. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schade. Aber ich verabschiede mich jetzt hier und wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.